Fabio Vittoriti, ganz klarer 3-0-Sieg in Luckenwalde. War das wichtig fürs Pokalfinale? Ja, absolut. Wir wollten hier unbedingt gewinnen. Ja, ob es jetzt für wichtig fürs Pokalfinale ist, ich denke, das wird ein anderes Spiel. Das ist ein Spiel, da kann alles passieren, aber wir werden alles reinhauen, um den zu holen, den Pokal. Konntest du jetzt schon ein bisschen so sehen, wo man beim Gegner genau aufpassen muss oder wo auch vielleicht die Lücken sind dann für dieses entscheidende Spiel? Ja, so wie ich gehört habe, sind einige verletzt auch von Luckenwalde. Vielleicht auch geschont, vielleicht mit Absicht, aber es wird ein anderes Spiel. Also wenn wir da so wie heute spielen, denke ich, dass wir das Ding auf jeden Fall holen. Wie wichtig ist das Pokalfinale für Sie persönlich? Es ist für jeden wichtig. Man will unbedingt den Pokal holen, man will feiern danach. Und ja, das ist ein Ansporn auf jeden Fall. Sie haben jetzt Ihren Vertrag bei Energie verlängert, werden nächstes Jahr auch in der Regionalliga weiterspielen. Was hat den Ausschlag für diese Entscheidung gegeben? Ja, die Fans, das Umfeld, der Trainer, die Mitspieler, das komplette Paket stimmt hier einfach und ja, da wollte ich mitgehen. Trotz allem wird es wieder ein schwieriges Jahr in der Regionalliga, weil Energie wieder Favorit sein wird, Sie eigentlich wieder gezwungen sind aufzusteigen. Sie hätten es sich ein bisschen einfacher machen können, Sie haben auch sicherlich Angebote aus der dritten Liga gehabt. Ja, aber einfach kann jeder, nee. Also es wird auf jeden Fall schwer, aber ich denke, dass wir sehr, sehr zusammengewachsen sind als Mannschaft, hat man heute auch gesehen und ich bin zuversichtlich. Sie haben sicherlich auch mit dem Trainer dann so ein bisschen über die Planung für die kommende Saison gesprochen. Wo braucht Energie noch Verstärkung? Wenn es an mir geht, wir brauchen keine Verstärkung, wir schaffen es auch so.